zwei Kandidaten im Duell um 61,5 Millionen Wahlberechtigte. Und genau um die geht es jetzt. Um die, die in diesem Land leben und manchmal auch leiden. Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Deutschland geht es nicht schlecht, das stimmt schon. Doch richtig ist auch, es geht nicht allen gleich gut. Eine Tatsache, die die Politik zu spüren bekommt. Denn Wutbürger mit Angst vor Überfremdung wählen nicht die Flüchtlingskanzlerin der CDU. Und Arbeiter, die lebenslang malochen und trotzdem Schulden haben, wählen nicht die SPD. Und Rentner, die keine Bio-Äpfel kaufen können, weil sie zu arm sind, wählen auch nicht die Grünen. Stattdessen macht sich das Volk Sorgen. Um herauszufinden, was den Wähler umtreibt, haben sich Peter Hell, Henrik Neumann und Jasmin Jawus auf die Reise gemacht. Quer durch eine angespannte Republik. Dem deutschen Volke sollen sie dienen, die Vertreter der Politik. Doch das Volk hadert mit seiner Obrigkeit, zeigt Gefühle und immer öfter auch Verdruss. Kaum hat sie angefangen zu regieren, hat sie nur Mist gebaut. Das ist alles Märchenerzählerei, das soll man mal hier leben. Die einzige Partei, der ich da vertraue, bin ich selber. Ob schwarz, ob rot, Gold glänzt hier niemand. Egal, wer da oben sitzt oder wer da oben auch immer sein mag, ist doch die Marionette aus der Industrie. Man weiß nicht mehr, wem man wählen soll. Wir brauchen die nicht. Die brauchen uns. Stimmt, das Land braucht Menschen, vor allem Lehrlinge. Ohne sie hat die Wirtschaft keine Zukunft. Es kommt keiner mehr von allein. Im kaufmännischen Bereich wird gesucht, im Bereich Callcenter wird gesucht, Auszubildende werden gesucht. Das ist einfach nur, weil sie keinen Bock haben auf Arbeit. Und die neuen Mitbürger, sind sie wirklich angekommen? Wir wollen die integrieren und machen dazu wenig. Illusionen auf beiden Seiten. Enttäuscht, dass es nicht wie wir geträumt haben. Gelungene Integration ist das Ziel. Gelebte Parallelwelten sind mancherorts die Wirklichkeit. Gut, ja. Deutschland gut. Ich will dafür sorgen, dass hier sauber gemacht wird. Angst vor dem Abstieg haben auch die Rentner. Für einige wird das Alter zur Armutsfalle. Manchmal gehe ich auch in ein Kloster und hole mir so belegte Brote, wenn es am Monatsende zugeht. Mensch Deutschland, wie geht's dir wirklich? Welche Themen bewegen unsere Republik? Spiegel TV hat die besucht, die sich entscheiden müssen. Hat zugehört und hingeschaut. Die Stimmungslage der Nation. Drei Wochen vor der Wahl. Dülmen im Münsterland. Das Haus der Familie Drews. So, I'm ready to go. Die Schlagerlegende erwacht. In der Küche Ehefrau Ramona mit Verpflegung. Der Mino Power. Kannst du da reintun? Der wievielte Auftritt ist das jetzt gefühlt bei Ihnen? In meinem Leben? Oh, kann er gar nicht zählen, glaube ich. Ich stand schon mit 14 auf der Bühne, hab Banjo gespielt in der Jazzband. Fühl ich so der 5000ste, 6000ste? 6000 Mal der gleiche Hit. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Das könnte D-Dur sein. Und ich sing's, ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Dann ist das frei ein Fiss. 73 ist Jürgen Drews. 8 Bundeskanzler hat er schon erlebt. Ein Zeitzeuge der Politik. Die amtierende Regierung gefällt ihm richtig gut. Wir haben Arbeitslosenquote. Hallo, wann hatten wir denn die so niedrig? Und wie geht's uns denn? Ist doch alles unglaublich. Und da kann man doch nur sagen, ich bin froh, dass wir eine so ausgeschlafene, bedächtige, Sina Ira et Studio, wie man so schön im Hochdeutschen sagt, ohne sich zu exaltieren, Führung haben in der Bundeskanzlerin Dr. Merkel. Ankunft im hessischen Innheiden. In 2 Stunden wird Drews hier vor 1500 begeisterten Fans auftreten. Sein Idol, Frau Dr. Merkel, hat es in diesen Tagen schwerer. Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Früher wurde hier Chemie produziert. Auch heute ist die Atmosphäre vergiftet. Der Empfang unwürdig für eine Bundeskanzlerin. Die Amtsinhaberin liegt in den Umfragewerten stabil vorn. In Bitterfeld ist davon nichts zu spüren. Sachsen-Anhalt ist AfD-Land. Bei den letzten Landtagswahlen kam die Partei auf 24%. Merkel ist hier das Feindbild. Merkel muss weg! Merkel muss weg!
Wir sind kein Sozialamt hier, für Flüchtlinge. Die Verrückte da drüben, oder was? Die soll es immer mehr Geld geben. Für die Kinder und das alles. Mehr Essen und das alles. Wir sind Hartz-IV-Empfänger. Die lügt da nur noch rum. Die Rede der Kanzlerin geht im Lärm unter und die Argumente der Gegner überschreiten alle moralischen Grenzen. Die Talsohle des Wahlkampfs ist erreicht. Was macht Frau Merkel denn falsch? Was? Was macht sie denn falsch? Alles! Ist sie nicht deutsche Staatsbürgerin? Uwe. Das ist eine gute Uwe. Uwe ist gut. Und jetzt Abschluss. Versteckt zwischen Wutbürgern zwei Mitglieder der Jungen Union. Muss man verkraften können. Aber wird ja überall gepfiffen. Nein, der Großteil, wie wir sehen, der Klatsch, ist der Meinung der Kanzlerin und der CDU. Am Ende hilft nur noch lautes Singen. Das Kanzleramt. Schaltzentrale für den Wähler oder abgehobenes UFO. Die Menschen machen sich Sorgen. Sind die Arbeitslosenzahlen wirklich so rosig? Fakt ist, es gibt Berufe, die keiner mehr lernen will. Denn allein im vergangenen Jahr blieben 43.500 Ausbildungsstellen in Deutschland unbesetzt. Und fast jeder dritte Betrieb findet derzeit nicht für alle angebotenen Ausbildungsplätze einen Lehrling. In Mecklenburg-Vorpommern macht der Nachwuchsmangel erfinderisch. Fast täglich laufen im Radio Suchmeldungen nach vermissten Arbeitskräften. Die Antenne MV Jobbörse. Jetzt neue Arbeitsplätze für Mecklenburg-Vorpommern. Das ist Ihre Chance. Machen Sie Karriere im Bereich Marketing. Wenn Sie mehr als nur einen Job in der Hotellerie suchen, dann sollten Sie jetzt genau zuhören. Das Iber Hotel und Dorfhotel Boltenhagen sucht Rezeptionsmitarbeiter, Servicemitarbeiter und einen Personalkoch. Die Stellenbörse Jobhamster verknüpft Anzeigen örtlicher Betriebe mit Jobsuchenden aus dem ganzen Bundesgebiet. An sich Aufgabe des Arbeitsamtes, aber hier läuft ohnehin alles anders. Wir haben jetzt festgestellt, dass es schon so ist, dass sich die Unternehmen zum Teil schon bei den neuen Mitarbeitern bewerben müssen. Die Guten sind halt alle in Arbeit. Ja, und dadurch muss man sich dann halt auch gut präsentieren. Eine attraktive Bezahlung schon, Firmenwagen, iPads, mehr Urlaubstage, Weihnachtsgeld, Zuschüsse. Ja, genau so eine Sache. Gerade die mittelständischen Handwerksbetriebe müssen sich anstrengen, um nicht leer auszugehen. In Sachsen probiert es Haustechniker Seifert heute mit einem neuen Lockmittel für Lehrlinge. Wir hängen jetzt ein Werbeschild auf für die Suche nach Auszubildenden für unsere Firma. Und dies machen wir an der Hauptverkehrsader ins Erzgebirge, in Stolberg hier, so dass jeder, der hier anhält, einen Blick drauf wirft und vielleicht doch dran denkt, ich kenne da jemanden, geh mal dahin. Der Sanitärbetrieb hat in diesem Jahr nur einen einzigen Auszubildenden. Da es nächstes Jahr nicht besser aussieht, musste Seifert handeln. Wir versuchen, den Auszubildenden mit Reizen zu locken, wo man sagt, okay, wir finanzieren dir deinen Führerschein. Oder finanzieren dir deine weitere Ausbildung mit. Früher hat der Wärmepumpeninstallateur mit seiner guten Arbeit geworben. Nun fließt sein gesamtes Marketingbudget in die Suche nach Nachwuchskräften. Unterstützung bekommt Seifert durch einen Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung. Die Behörde kennt die Ursachen für den Mangel, demografischer Wandel und Landflucht. Sachsens Jugend schrumpft. Seit 2005, ungefähr in dem Zeitraum 2005 bis 10, haben wir hier bei uns im Erzgebirgskreis eine Halbierung der Schulabgängerzahlen. Ja, also es kommen einfach bloß noch die Hälfte an jungen Menschen aus den Schulen raus. Und spätestens seit dem Zeitpunkt ist es elementar wichtig, dass die Unternehmer erkennen, dass sie ab sofort werben müssen um junge Leute. Es kommt keiner mehr von allein. Wir haben dieses Jahr aktuell im Jahr 2017 eine Bewerbung gehabt als Anlagenmechaniker für die Ausbildung.
Im ganzen Bundesland gibt es über 37.000 offene Stellen. Im Rest der Republik sieht es ähnlich aus. Das Handwerk ist mit fast 1 Million Betrieben zwar immer noch das Herz der deutschen Wirtschaft, aber so unbeliebt wie nie zuvor. Die meisten sehen dann halt, die kommen dann her, sei es jetzt Azubis, wie auch immer, die kommen dann her, sehen dann die Baustelle und dann ist das halt dann so, hier muss ich jetzt viel machen, ist wahrscheinlich schwer, kriege ich nicht hin oder wie auch immer. Man will halt dann diesen Dreck nicht oder wie auch immer dann. Ne? Und schon ist dieser Beruf dann eigentlich dann halt wohl nichts mehr wert dann so. Ne? Max Markstein ist der letzte verbliebene Lehrling im Seifert-Betrieb. Er sieht das Problem bei seinen Altersgenossen. Es ist ja relativ so, dass sie einfach gar keine Lust mehr haben auf Arbeiten. Ich einfach nur noch sagen, oh, ich will ein bisschen chillen, ich will Bock zu Hause zu sein, Ferien zu haben, geil, habe ich noch 6 Wochen und die 2 Wochen im Oktober. Ja, ich denke, das ist nicht so schwer. Das ist einfach nur, weil sie keinen Bock haben auf Arbeiten. Max verdient im 3. Lehrjahr 900 Euro. Als Buchhändler-Lehrling ist es etwas weniger. Trotzdem kann man es damit weit bringen. Im Fall von Martin Schulz bis zum Kanzlerkandidaten. Ankunft in der sächsischen Provinz. Der Genosse gut gelaunt, trotz sinkender Umfragewerte. Hallo, Herr Schulz. Grüß Sie. Freut mich sehr. Herzlich willkommen bei uns in Halsbrücke. Vielen Dank. Ja, grüß Sie. Schön, dass du bei uns bist. Freue mich. Das findet offenbar nicht jeder. Statt Hype nur Häme. Herr Schulz, einen schönen Aufenthalt in Halsbrücke. Außerhalb der Bildungseinrichtung, die Schulz heute besucht hat, sich eine ganz eigene Form der Willkommenskultur entwickelt. Wir haben vor 20 Jahren noch Asylheime angebrannt, wo Leute drin gewesen sind. Wir brennen heute Asylheime an, die erst welche werden wollen. Sehen Sie den Unterschied in der Zivilisation, die Entwicklung? Man ist viel intelligenter geworden. Sachsen, das ist kein SPD-Kerngebiet. In Umfragen schafft es die Partei gerade ebenso über die 10%-Hürde. Auch bei den jungen Auszubildenden muss Schulz noch an seiner Beliebtheit arbeiten. Wen würden Sie wählen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre? Frau Merkel. Eigentlich schon. Warum? Weil sie halt schon lange da ist und gewohnt ist. Weil ich kenne jetzt Herrn Schulz nicht. Und so aus dem Bauch heraus würde ich schon Frau Merkel wählen. Herr Schulz, hier haben Sie einen Merkel-Wähler. Was würden Sie ihm jetzt sagen, um ihn umzustimmen? Wie viel Zeit haben Sie? Wie viel Zeit hat er? Kann man mit einem Wort nicht sagen. Deutschland braucht Hauptsache wählen gehen. Ja, das ist schon mal sehr wichtig. Aber Deutschland braucht nicht sich ausruhen auf dem, was wir haben. Es geht uns gut. Nicht allen Deutschen geht es gut, dem Land geht es gut. Aber die Automobilindustrie zum Beispiel zeigt, wenn wir nicht investieren, geht es uns bald nicht mehr gut. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, weil ich jetzt auch nicht so unzufrieden war in letzter Zeit mit Frau Merkel und dass ich Frau Merkel wählen würde. Der Heilsbringer der Sozialdemokratie geschrumpft auf Normalmaß. Doch Hilfe naht. Herr Schulz, ich würde Ihnen gerne noch ein kleines Präsent überreichen. Wir sind ja hier nah am Erzgebirge. Und da ist natürlich das Nüsseknacken traditionell eine Arbeitsprobe, die unsere Auszubildenden gefertigt haben. Ja. Und ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Wochen ja doch die eine oder andere Nuss zu knacken haben. Ja. Also hoffentlich geht die so aus. Ah, ich denke schon. Ich habe wieder schlechte Schlagzeilen. Ne? So. Ist egal, wie man es macht. Ja, ja, schön. Die ist schon mal geknackt. Symbolisch, am 24. September ist die Nuss geknackt. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit dem Wahlslogan Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit hat Schulz das Rennen eröffnet und dabei offenbar vergessen, dass die SPD jahrelang mitregiert hat. Auch seine Partei hat nicht verhindert, dass die Überschuldung von Privathaushalten schon zum 3. Mal in Folge gestiegen ist. Im Klartext, zurzeit haben hierzulande mehr als 6,8 Millionen Bürger über 18 Jahren Schulden. Diesen Menschen hilft Ralf Berg. Er ist als Schuldnerberater unterwegs und leistet so etwas wie Erste Hilfe. Vom oft zitierten boomenden Wirtschaftswunderland bekommt er nicht so viel mit. Der Mittelstand bricht weg, das heißt, immer mehr Schuldner kommen aus dem Mittelstand. Das heißt, die Löhne sind halt nicht mehr auskömmlich zu unserem Lebensstandard, den wir einpflegen. Und wir haben viele Beschäftigte, die leben trotz 40 Stunden in der Woche, leben die an der sogenannten Armutsgrenze. Die können auch, sag ich mal, sich komplett arbeitslos melden und würden dann vielleicht nicht viel weniger bekommen. Ralf Bergs Kunde an diesem Vormittag ist Thomas Künnemann, ein ehemaliger Kioskbesitzer aus Köln.
Der Unternehmer hat 100.000 Euro Schulden und sieht in der Beratung seinen letzten Ausweg. Die Schuldner sind meistens sehr nervös. Die wissen ja nicht, auf was einen zukommt. Und mal schauen, was mit meinem Künnemann gleich hier los ist. Thomas Künnemann lebt derzeit von Arbeitslosengeld. In den letzten 2 Jahren musste er nach und nach seine 4 Kioske schließen. Laufende Kosten, fehlende Kaufkraft und ein Bankkredit trieben ihn in die Schuldenfalle. Jetzt soll das Defizit abgebaut werden. Berater Berg hat schon einen Plan. Das sind Sie, das ist S, hier mit ca. 100.000 Euro Schulden. Ja. Die beziffern sich aus Miete. Miete und Lieferant. Auf der Habenseite haben wir Ihre Ladeneinrichtungen. 65.000 hatten wir. 65.000 hatten Sie gesagt. Die würden wir natürlich versuchen gegenzurechnen. Das heißt, wir hätten, wenn alles gut geht, einen Korridor von minus 35.000. Ja. Und diese 35.000 würden wir versuchen, einfach zu verhandeln. Sie sind im Augenblick nicht in Arbeit. Die Gläubiger bekommen dementsprechend im Augenblick nichts. Das heißt, sie sind froh, wenn sie überhaupt was bekommen. Wenn das scheitern sollte, der Ausrichtungsvergleich, wenn die Lieferanten bockig sind oder sagen, nee, wir verzichten auf nichts, dann wäre die Konsequenz wirklich leider eine Verbraucherinsolvenz. Da die Gläubiger so schnell wie möglich ihr Geld haben wollen, droht eine Pfändung durch den Gerichtsvollzieher. Überprüfung des Hausstandes. Hier haben Sie einen ganz normalen Fernseher, ja. Wenn Sie jetzt einen 2-Meter-Fernseher hätten, dann könnte man sagen, von der Gläubigerseite, der braucht kein 2-Meter-Bildschirmdiagonale. Die Gemälde, gehe ich mal von außen, sind auch nicht das ist absolut wertvoll. Nein. Die Pleite von Herrn Künnemann kam nicht plötzlich, sondern schleichend. Das Konsumverhalten gerade bei Rentnern veränderte sich von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig stiegen die Verbindlichkeiten des Unternehmers. Bei mir war es der Fall, dass halt eben die Kaufkraft der Kunden in vielen Sachen unheimlich nachgelassen hat. Wenn ich bei den älteren Kunden sehe, die kleinen Renten, die haben, oder wenn ich da tabakmäßig, wie teuer das geworden ist, zeitungsmäßig. Also die Kunden nehmen nicht teure, hochwertige Zeitungen. Die älteren Damen nehmen 39, 49, 59 Cent Zeitungen. Da bleibt natürlich nichts über. Ralf Berg wird jetzt versuchen, die Gläubiger zu beruhigen. Doch noch wichtiger ist es, dass sein Klient schnell wieder einen Job findet. Für Kontostand und Seelenheil. Herr Künnemann ist ein Macher, der will arbeiten. Und ich sehe da, das ist absolut positiv. Wir müssen gucken, was wir mit den Gläubigern jetzt machen, ob die damit einverstanden sind. Aber ich sehe beim Künnemann eine positive Wendung. Der nächste Beratungstermin führt nach Duisburg, mitten ins Ruhrgebiet. Ein fest angestellter Kranfahrer hat um dringende Hilfe gebeten. Ist auch dramatisch bei ihm. Er hat jemanden, der ihm eine Kontopfändung androht. Und er hat Angst, dass er die anderen Kredite dadurch auch reißen, weil er die Kredite danach nicht mehr abbezahlen kann. Michael Truppert hat 16.000 Euro Schulden. Ein Mann, der 40 Jahre für den Thyssen-Konzern malocht, muss sich in der Mittagspause mit einem Schuldnerberater treffen. Auch das ist Deutschland. Bei Truppert waren die Spritkosten am Ende schuld. Wir hatten früher auch eine Fahrgemeinschaft, wo wir mit 3, 4 Leuten gefahren sind, von Dortmund aus. Die sind aber leider jetzt in Rente. Und seitdem, seit ungefähr 4 Jahren, muss ich alleine fahren und muss das auch alleine dann auffahren. Ralf Berg wird auch hier einen langfristigen Abbauplan errechnen. Dass sich die Lebenssituation durch die Politik verbessern könnte, daran glaubt sein Klient nicht mehr. Bei den nächsten Bundestagswahlen sollen ja die Steuern gesenkt werden. Haben die vor 4 Jahren auch schon mal versprochen. Aber es kommt ja nichts. Ich bin SPDer. Ich habe letztes Mal nicht gewählt, weil man ist so verunsichert. Man weiß nicht mehr, wem man wählen soll und wem man vertrauen soll. Es gab Zeiten, in denen galt Duisburg als die Hochburg des Bergbaus. Doch nach dem Niedergang der Kohleindustrie kam der soziale Abstieg. Der Stadtteil Bruckhausen ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Mitten in Deutschland und doch am Rande. Selbst Gökhan Çiçek, Briefträger mit Migrationshintergrund, fühlt sich hier fremd. Gefährlich. Der Stadtteil ist wirklich gefährlich hier. Viele ausländische Mitbürger, osteuropäische. Hast alle dabei, ne? Diebe. Drogenverkäufer. Also ich habe manchmal selber Angst, hier Post zu verteilen. Bruckhausen ist das, was Städteplaner typischerweise einen benachteiligten Stadtteil nennen.
Das sind die Briefkästen von Bruckhausen. Der ist noch einigermaßen in Ordnung. Und es gibt welche, die sind richtig Katastrophe, da sieht man gar keinen Namen. Da muss man suchen, muss man gucken. Teilweise nehmen wir 80% die Post von Bruckhausen wieder zurück. Unbekannt verzogen. Mit dem Zuzug vieler Rumänen und Bulgaren sind die osteuropäischen Armenviertel plötzlich bis auf wenige Meter an die deutsche Wohlstandsgesellschaft rangerückt. In einem Haus in der Rainerstraße wohnt Sever Rusut aus Rumänien mit seiner Familie. Zu sechst im Dachgeschoss. Seit 3 Jahren genießen seine Landsleute volle Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU und nutzen sie. Mittlerweile ist jeder 5. Zuwanderer in Duisburg Rumäne oder Bulgare. Statt den Betten schlafen die Kinder auf der Couch. Das Satellitenkabel, Marke Eigenbau. Ja, Sima. Wer wohnt hier? Ich. Wer beide da? Ich alleine da. Was hier, Antenne? Antenne, Parabolik. Ja. Rumänisch, Satellit. Gut. Film, Chikichan, Bruce Lee. Wie viel Euro zahlt ihr Miete? 600. 650. Und mit wie vielen Personen? 6. 6 Personen. Mit 6 Euro pro Quadratmeter eine Wuchermiete. Wer das Geld kassiert, erzählt Familie Rusut nicht. Aber wer es bezahlt? Woher kommt das Geld für die Miete? Kindergeld und Kinder. Gut, Deutschland. Ja. Gut, Deutsch, gut. Sehr gut. Schule, Reden, Führerschein, gut. Alles gut. Nur einen Job hat Sever Rusut noch nicht gefunden. Davon gibt es in der Gegend auch nicht mehr so viele. In Bruckhausen lag die Arbeitslosenquote zeitweilig bei über 82%. Entsprechend hoch ist jetzt die Zahl der Sozialhilfeempfänger. Salam alaikum. Der Herr rechts im Bild ist der Mann der Stunde. Yasha Durmuş, bekennender Erdogan-Fan, will den Stadtteil umkrempeln. Ich kandidiere als Oberbürgermeister. Ich bezahle für meine Steuer für dieses Land. Ich bin ein Deutscher. Deutsch-Türke, nicht Türk-Deutsch. Viel Erfolg. Danke. Ah, geht's dir? Gut. Bei der Wahlen erwarte ich eure Stimmen, weißt du ja. Ja, ja. Ja, Unterstützung. Ja, ja. Kommst du mal bitte? Ja. Sag deinen Namen total vergessen. Thomas. Thomas, der lebt auch jahrelang, ein Bruckhausener, Freund von uns. Einer von uns, auch Duisburger, ne? Glauben Sie, dass sich was verändert? Glaub nicht. Mit mir? Ach so, vielleicht. Was muss ich denn verändern? Was heißt, was muss ich verändern? Eigentlich bin ich so zufrieden, wie es hier ist. Aber guck mal, die Stadtteile haben, Bruckhausen, ja. Marxloh, das sind verlorene Stadtteile, wenn du so guckst. Ja. Wie dreckig das hier ist. Muss nicht sein, auch, aber. Das musst du auch dann betonen. Ja, aber. Also ich werde dafür sorgen, dass hier sauber gemacht wird. Mach das. Ja, auf jeden Fall. Drück dir die Daumen. Danke. Tschüss. Ja. Begleitet wird Durmuş heute übrigens von seinem Generalsekretär. Vor Ort ein echter Experte. Ja, das ist halt die Energiesparmethode. So kühlen die Menschen hier ihre Lebensmittel, weil die halt keine anderen Möglichkeiten haben. Entweder das Geld nicht für den Kühlschrank oder Stromleitung nicht gelegt oder sonst wie. Also, ja. Die schaffen es einfach nicht anders und das sieht man ganz klar. Ne? Gibt es hier viele Haushalte ohne Strom? Oder? Einige schon, einige vielleicht nicht angemeldet. Teilweise schafft es der Kühlschrank nicht, weil da 20 Leute in dieser kleinen 40 Quadratmeter Wohnung leben. Und, also China ist dagegen ein Traum. Ja. Bevor Durmuş beschloss, Bürgermeister zu werden, war er Moscheevorsteher. Nun hat er andere Ziele: Aufräumen und durchgreifen. Wir haben in einer Wohnung über 30 Roma gelebt. Das muss hier komplett geschlossen werden, auch vom Gesundheitsamt. Weil, wie man hier auch sehen kann, den ganzen Müll. Also hier gab es schon Rattenbefall, Ungeziefer und so weiter. Der Hausbesitzer musste die rausschmeißen. Und das muss ja auch komplett kernsaniert werden. Abreißen geht leider nicht. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Also wirklich Rattenbefall. Also das ist, wer hier reingeht, ist wirklich Gesundheit gefährdet. Komm her! Ja, gell, gell! Keine Angst hier. Yaşar, komm. Der
Kandidatur für Bürgermeister. Grüß dich. Okay. Na, wie geht's dir? Gut. Kennst du mich? Gut. Ja. Deutschland gut. Ja. Ja, habt ihr Probleme? Keine Probleme. Arbeit, meine Familie hier. Ja. Ist gut, Deutschland gut. Deutschland gut? Gut, Arbeit. Wie viele Kinder? Drei. Wohnst du hier? Ja, hier. Kleine Wohnung? Ja. Große Familie? Familie, groß. Ja, die sagen, ist mal gut, aber es ist nicht. Nein, ist nicht. Da guckt ja mal den. Das darf nicht. Guck dir mal den Dreck hier an. Ja, ist ja klar, dass die Menschen das dann nicht zeigen möchten. Ne? Da sind ja wirklich 20, 30 Menschen in der Wohnung. Manche schlafen auch in den Höfen, weil die dann keine Wohnung haben. Und ja, das ist die Realität hier. Grüß dich, mein Freund. Ja, bei dir? Es gibt auch Deutsche, die gerne in Autos schlafen. Zum Beispiel im Wohnwagen. Urlaub im Schatten eines stillgelegten Hochtemperaturreaktors. In einer Zeit, in der immer mehr Ferienziele zu Krisengebieten werden, bleibt der Bundesbürger gern zu Hause. Da hat er alles, was ihm wirklich wichtig ist. Die Freiheit, ne? Wir können machen, was wir wollen. Ich habe mein eigenes Bett dabei. Ich meine, denn, wenn man gerade vom Fernsehen sieht, so die Reportagen über die Hotels und so. Erdogan wollen wir auch nicht unterstützen, so weit fahren wir nicht. Und hier weiß ich genau, das ist meine Koje, ne? Das ist mein Bett, da schläft kein anderer drin, gut ist es. Hab's nicht so weit bis zum Klo, ne? Parken im Pott statt pauschal unter Palmen. 4 Wochen auf dem Platz kosten den Camper rund 200 Euro. Low Budget boomt. Ja, eigentlich, wie soll man dazu sagen? Man sieht ja, ne? Normales Doppelbett, da kann man sitzen, dann, wenn wir morgens frühstücken. Hast ja Kühlschrank, Kaffeemaschine, du hast alles an Bord. Fernsehen ist ja wie zu Hause, ne? Du hast ja den absolut den gleichen Komfort, ne? Also es mangelt an gar nichts. Ein paar Meter weiter hat sich Christian Brockkamp sein kleines Angeldomizil eingerichtet. Ausländer gibt es hier keine, nur die Angst vor ihnen. Das ist jetzt ein kleines Rotauge. Aber der sollte erst dann noch mal die Mama vorbeischicken. Der ist noch ein bisschen sehr klein. Nehmen wir mal an, wir fahren irgendwo in ein muslimisches Land. Da fängt es doch schon damit an, dass, ich sag mal, unsere Frauen nicht im Bikini oder ähnlichem rumlaufen dürfen, weil da, keine Ahnung, aus religiösen Gründen. Aber wenn die hier nach uns hinkommen, da haben sie kein Problem damit, unseren Frauen hinterher zu gucken. Oder auch anzumachen, finde ich unmöglich. Aber wenn wir das bei denen machen würden, ne, bei uns, wir würden sofort weggesperrt da. Aber hier, naja, ist ein anderes Thema, aber das ist, da kann man länger drüber diskutieren. Wolf Schawrinski und Christiane Malessa haben sich auf ihrem Campingplatz häuslich niedergelassen. Die Wohnung in Hamm ist Zweitwohnsitz. Ich bin gern auf dem Campingplatz Wochenende, wenn ich von der Arbeit komme und fahre durch die Schranke. Dann kann ich abschalten. Hier haben wir Ruhe, auch wenn es ein bisschen an der Autobahn liegt. Und hier regiert der S04. Politik ist hier auf den untersten Tabellenplatz abgerutscht. Oh, hoppala. Yay. Geht in der Politik für Sie auch vieles daneben? Ja, vieles, sag ich doch, wie meine Pfeile. Was denn? Den ganzen Einwanderern zum Beispiel. Weiß nicht, ob man das so sagen darf. Ich sag es jetzt einfach mal. Der Arbeiter ist immer der Dumme. Wächst uns alles über dem Kopf. Hohe Sozialabgaben, wenig Rente. Kaum noch Rente. So sieht's aus. Und wieder daneben. Wenn die Rente nicht reicht, eine berechtigte Sorge von vielen. Denn schon jetzt sind 5,6 Millionen Deutsche von Altersarmut bedroht. Allein in Bayern gingen 2015 über 120.000 Menschen in den Ruhestand. Die Hälfte mit weniger als 800 Euro. München. Eine Stadt mit 130.000 Einkommensmillionären und fast 15.000 Rentnern, die am Rande des Existenzminimums leben. Einer von ihnen ist Richard Fuchs, früher Handelsvertreter, heute arm. Aufgegeben hat er sich nicht. Meine Hoffnung ist schon, die SPD, vielleicht mal eine andere Regierung, vielleicht mit den Linken sogar, obwohl es eigentlich nicht meine Gesinnung war, aber die setzen sich wenigstens für die Unteren ein. Und ich fühle mich zur Unterschicht. 30 Jahre schuftete er fast umsonst.
700 Euro Rente bekommt er jetzt, dazu die Grundsicherung. Nach allen Abzügen bleiben ihm im Monat 350 Euro. Rentenpolitik halte ich falsch. Also es müsste mehr Geld geben. Verfolgt es zum Beispiel in Österreich, da gibt es wesentlich mehr. Wir sind total vergessen. Also ich fühle mich schon vergessen. Mittlerweile gleicht der Alltag einem Überlebenskampf. Auch wegen seiner schweren Diabeteserkrankung. Wenn das Geld nicht mehr reicht, bekommt er vom Seniorenverein Lichtblick Unterstützung. Was brauchen Sie denn alles? Ja, Lebensmittel und dann will man noch ein paar Klamotten kaufen. Aha, von dem Geld. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass Sie sich genug Lebensmittel kaufen, dass Sie jetzt diese zwei Wochen noch mal so über die Runden schaffen. Almosen für einen Mann, der jahrzehntelang gearbeitet hat. Also mir ist schon sehr unangenehm. Manchmal gehe ich auch in ein Kloster und hole mir da belegte Brote, wenn es am Monatsende zugeht. Wenn ich für eine Woche oder aufs Geld war, die Grundsicherung dann 20 Euro noch habe, dann muss ich schon schauen. Das Geld für die Lebensmittel hat Richard Fuchs genau abgezählt. Sein Speiseplan muss vor allem eins sein, billig. Einkaufen geht er deshalb nur beim Discounter. Ein Rettich im Angebot. Kann ich vergessen. 1,49. Das ist halt alles wahnsinnig teuer. Dann verlangen die Grünen zum Beispiel, jeder empfiehlt, kauft Bio, Bio. Das ist gar nicht drin. Mag ein Preis wert sein, aber für mich, ich muss halt schauen, dass ich billige Zeug kriege. Doch aus gewollt ungesund wird dann doch ungewollt gesund. Ein Fehler, der ihn teuer zu stehen kommt. Jetzt habe ich bezahlt 20,70 Euro. Davon ist dabei ein paar Äpfel. Oh, da habe ich mich jetzt vertan, verdammt. 3,79 Euro. Die Äpfel, habe ich jetzt das falsche Päckchen erwischt. Neben den armen Rentnern gibt es noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die Deutschland schwer beschäftigt. Die Flüchtlinge. 1,3 Millionen von ihnen haben seit 2015 einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Eine Folge? Schon jetzt bekommen 770.000 Menschen aus nicht-europäischen Asylherkunftsländern Hartz IV. Mitten in einem Hamburger Industriegebiet liegt die Siedlung am Bildstieg. Vor und nach der Flüchtlingswelle als Ghetto gebrandmarkt. 100% der Bewohner sind hier Migranten. Streetworker Sama Ismailat kommt einmal die Woche her, um die Kinder des Viertels auf andere Gedanken zu bringen. Gern auch gesellschaftskritisch. Ey, ihr Penner, ihr glaubt es nie. Das, was wir gerade haben, ist keine Demokratie. Ey, ihr Penner, ihr glaubt es nie. Was wir gerade haben, ist keine Demokratie. Demokratie hat zu sagen, dass du und du und du, ihr werdet gefragt, wo wir jetzt hingehen, was wir jetzt hören. Wir stimmen ab. Wir wollen schwimmen gehen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich will Basketball spielen. Er will Fußball spielen. Schwimmen, 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 schwimmen. Fußball, Basketball. Weißt du, was ich mache? Schwimmen gehen wir. Siehst du? Wir gehen, ja. Das ist Demokratie. Wir stimmen, ihr stimmt ab. Ihr seid das Volk. Noch sind sie nicht das Volk, zumindest keins, was stimmberechtigt wäre. Und noch hat die Demokratie nicht viel für sie getan. Die Siedlung ist ein Sanierungsfall, vom normalen Leben weit entfernt. Ja, die Kinder haben wenig Optionen hier, wenig Chancen, sich zu beschäftigen. Man könnte hier viel, viel verbessern und viel machen, auch an den Wohnungen. Aber sind die Hände gebunden, den meisten. Der zweite Anlaufpunkt an diesem Tag, das Flüchtlingscamp im Stadtteil Stellingen. 2 Jahre nach Merkels Wir schaffen das, sind hier noch immer 1.700 Menschen untergebracht. Sama, der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, will die Jüngsten heute mit zum Basketball nehmen. Iran oder Irak? Irak. Irak. Der ist aus Irak. Wie heißt du noch mal? Sag deinen Namen. Rafai. Rafai. Und das ist hier mein einziger Bruder aus Syrien. Zakaria.
Das ist Zachary. Zacharia. Du bist aus Albanien. Wie heißt du? Julian. Wie? Julian. Julian. Für die Kinder gibt es nur wenige Gelegenheiten, das Heim zu verlassen. Da muss viel mehr getan werden. Das ist doch die Grundlage. Wir wollen die integrieren und machen da zu wenig. Ne? Wir sagen, die gehen nicht zu den Deutschkursen, aber bieten zu wenig Kurse an. So, ne? Also das ist schon, da muss einiges getan werden. So, die nehmen wir. Ihr Helfer war früher selber Flüchtling. Mit 6 Jahren floh Samer mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg im Libanon nach Deutschland. Die Geschichte wiederholt sich und doch ist es diesmal anders. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich bin in eine Kleinstadt gekommen, wo ich der einzige Ausländer war und direkt mit Deutschen in Verbindung, in Kontakt gekommen bin und somit viel schneller auch integriert werden konnte. So ist das halt durch diesen Wink von Angela Merkel ist es zu einer Überbelastung gekommen der Ehrenamtlichen und der gesamten Unterkünfte, sodass ein Chaos entstanden ist. Merkels Willkommensgeste hat die Republik auf eine harte Probe gestellt. Als Hunderttausende Flüchtlinge über die Balkanroute einreisten, waren auch Amro und Maher aus Syrien dabei. Damals voller Hoffnung. Das hier ist der Inbegriff der Schönheit und Jugend. Wie ein Traum? Ein gesunder Traum. Inzwischen wohnen beide in Berlin. Maher hat ein Start-up gegründet, Amro studiert Ingenieurswissenschaften. Die erste Euphorie hat sich gelegt. Wir waren mehr optimistisch über Deutschland, was in Deutschland so geil ist in Deutschland. Und wir waren von manchen Dingen so enttäuscht. Das ist nicht, wie wir geträumt haben. Und dann haben wir die Realität gesehen, so ganz klar, deutlich. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass nichts Einfaches auch in Deutschland. Maher ist mit einer Serbin verheiratet. Nach einer langen Odyssee durch verschiedene Flüchtlingsheime wohnt das Paar nun in einer Einzimmerwohnung. Auch das nur eine provisorische Bleibe. Das ist unser Wohnzimmer. Es ist ein Apartment. In Berlin ist es sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Hier lebe ich im Moment umsonst. Ich habe die Wohnung von einem deutschen Paar bekommen. Ich kenne sie aus Mecklenburg. Ich kann jetzt nur noch eine kurze Zeit hier wohnen. Die Technische Universität in Berlin. Hier hat Maher heute einen großen Auftritt. Er präsentiert eine neue Internetplattform. Von seinen Erfahrungen als Flüchtling in Deutschland sollen nun auch andere profitieren. Die App ist ein Wegweiser für Neuankömmlinge. Wie du zum Beispiel Veranstaltungen in Berlin findest oder Jobs. Wir geben dir Informationen, wie du dich in der Uni anmelden kannst. Da gibt es ganz viele Initiativen und Organisationen, die den Neuankömmlingen einen kostenlosen Service anbieten. Und das wissen die meisten nicht. Die Veranstaltung soll Maher und seinen Partner bei Geldgebern und Unterstützern bekannt machen. Die App möglicherweise ein erster Schritt für den Neuanfang in der neuen Heimat. Mit der Flüchtlingswelle stieg in Deutschland auch die Angst vor Kriminalität und Anschlägen. In aktuellen Umfragen sagen 2/3 der Menschen, dass die Polizei sie nicht vor Terrorangriffen schützen kann. Auch die Sicherheitsbehörden gehen inzwischen von 690 islamistischen Gefährdern aus. Der Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz mit 12 Toten und das Messerattentat in Hamburg, bei dem ein Mensch starb, haben das Sicherheitsgefühl der Deutschen nachhaltig erschüttert. Auch deshalb bietet Carsten Draheim in seinem Krav Maga-Studio in Köln seit kurzem einen Antiterrorkurs an. Die Nachfrage ist groß. Heute wollen rund 80 Männer und Frauen aller Alters- und Berufsgruppen Nachhilfe in Sachen Selbstverteidigung nehmen. Alles für den Fall der Fälle. Die Einschläge kommen näher. Also es wird deutlicher, es wird immenser in Europa. Ich möchte für meinen Teil gewappnet sein, soweit ich das kann. Und mich vielleicht in der einen oder anderen Situation oder mich oder andere retten können. Es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich, bis vielleicht hier was ist. Und wenn man dann zur falschen Zeit am falschen Ort ist, ist es schon nicht verkehrt, schon mal zumindest so ein Training mitgemacht zu haben, dass man nicht ganz hilflos ist.
8 Stunden dauert der Kurs, in dem verschiedene Bedrohungsszenarien durchgespielt werden. Was wir hier machen, schon stark angelehnt an die Taktik Run, Hide or Fight. Ja, das heißt, wenn ich weglaufen kann, laufe ich weg, hide, ja, dann verstecke ich mich. Wir kommen den ganzen Tag immer wieder darauf zu sprechen. Oder wenn es halt nicht mehr geht, muss ich kämpfen. Und es gibt kein Weglaufen. Erste Praxisübung, die Verteidigung eines Messerangriffs durch einen Terroristen. Was sind die Checkpoints hier? Ich versuche mich so schnell wie möglich außerhalb der Reichweite des Messers aufzuhalten. Das heißt, der Block geht hier schön nach außen. Konter möglichst zeitgleich ins Gesicht. Kick zwischen die Beine und ich sehe zu, dass ich Land gewinne. Nach einer repräsentativen Umfrage einer Versicherung ist die Furcht vor Terror zum ersten Mal an die Spitze der deutschen Ängste vorgerückt. Es ist auch Teil von Zivilcourage. Jeder, der hier mitmacht, wird nicht weggucken, wenn er auf der Straße und was sieht. Wenn es nicht mehr anders geht, dann muss man sich auch stellen und muss versuchen, zu gewinnen. Wie im Leben halt immer. 120 Euro kostet hier der Kampf gegen das Böse. Ratschläge für das richtige Verhalten im Nachtleben inklusive. Wir haben hier eine Disco-Situation, das heißt, wir haben hier einen Türsteher positioniert, der vor dieser Diskothek steht. Die Leute stehen in einer Schlange davor. Dann haben wir da vorne zwei Frauen, die laufen schreiend rein in dieses Szenario, haben also Angst. Und ihnen hinterher laufen diese beiden Messerangreifer. Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmer schneller und besser auf Krisensituationen reagieren können. Das klappt mal besser, mal schlechter. Seid ihr weit weg von den Attackern, habt die Chance, ja, verschwindet. Was macht ihr da? Ja, verschwindet. Weg, 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 weg. Hier, da oben auch. Raus, weglaufen. Wollt ihr da stehen bleiben und sterben? Oder helfen? Ihr habt nur die zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ihr lauft weg, versteckt euch, ja, oder ihr müsst helfen. Das heißt, ihr müsst dann auch kämpfen. Hilfe zur Selbsthilfe in Zeiten des Terrors. Denn denen da oben in Berlin vertraut man immer weniger. Was sollen die für meine Sicherheit tun? Sie können mehr Polizisten auf die Straße stellen, aber das erhöht im Zweifel zwar nicht meine Sicherheit. Also die einzige Partei, der ich da vertraue, bin ich selber. Im bayerischen Passau kämpft man gegen den Vertrauensverlust in den Staat. Hier kontrolliert die Bundespolizei im Grenzgebiet zu Österreich verdächtige Fahrzeuge. Der Job ist natürlich schon gefährlich. Man weiß auch nie, ob das ein Straftäter ist, ob es ein normaler Bürger ist, ein Tourist. Deswegen kann man nie sagen, wer die Person jetzt da im Fahrzeug ist, ob die jetzt sich normal verhält oder nicht. Man muss eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen. Vor dieser Audi. Der Audi, ja. Rumänisch, oder? Anlässe für die grenznahen Kontrollen gibt es genug. Verdacht auf Menschenschmuggel, Prostitution, Autodiebstahl oder Schlepperdienste. Ja, Sie richten ja die Ausweise schon her. Super. Den Führerschein des Mannes bitte, wenn es ist. Und die Fahrzeugpapiere. Machen Sie mir bitte meinen Kofferraum auf. In diesem Fall ist alles unauffällig. Es handelt sich wohl lediglich um Touristen. Ja, okay. Doch kurz darauf kommt schon der nächste Anschlussauftrag. 20:50 Haben wir verstanden. Ich melde mich, wenn wir fort haben. Danke. Okay. Notfall am Bahnhof? Nein, Notfall nicht. Einen Folgeauftrag haben wir von der Einsatzzentrale. Wir sollen mal einen Bahnhof fahren. Da kommt ein Regionalexpress aus München-Mühldorf rauf. Da sind ca. 15 Schwarzafrikaner. Jetzt ist der Aufenthaltsstatus nicht klar bei denen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war Passau die Durchgangsstation für viele Afghanen und Syrer. Über die Balkanroute kamen hier an manchen Tagen mehr als 5000 Menschen an. Auch heute gibt es noch illegale Grenzübertritte. Wo wollen Sie denn hin? Wohin fahren Sie? What's your destination right now? Freyung. In Freyung steht eine größere Asylunterkunft. Ah. Jetzt werden die Papiere der Flüchtlinge kontrolliert. Einige von ihnen stammen aus Sierra Leone. Anscheinend wohnen die alle in der Nähe hier in Passau im Landkreis und haben dort eine Asylunterkunft, die sie anscheinend neu beziehen müssen. Es kann schon mal vorkommen, dass die ja hier von einer Einrichtung zur anderen verschoben werden. Ne? Wo gerade Platz ist oder wie das auch läuft, weiß ich gar nicht.
Aber die überprüfen jetzt alle. Und wenn das legitim ist, dann dürfen die ja weiterfahren. Ne? Ergebnis: Alle haben eine gültige Duldung und dürfen weiter. Der Umgang mit den Flüchtlingen hat Bundeskanzlerin Merkel viele Sympathien gekostet. Trotzdem liegt sie mit ihren Popularitätswerten weit vor dem Konkurrenten. Die vielbeschäftigte Krisenkanzlerin ist heute spät dran. Das bekommen auch ihre Fans auf dem Bremer Marktplatz zu spüren. Die Leute warten schon so lange. Nee, mehr kann ich nicht. Meine Freundin ist kalt geworden. Doch es sind auch zahlreiche Störer gekommen. Teflon Merkel oder Aussitz Merkel. Die Kanzlerin hat viele Spitznamen, die ihren Umgang mit Kritik benennen. Auch heute bleibt sie trotz der Pfiffe sachlich. Und dann am 24. September, da geht es um Sie, um Ihr Leben, um das Leben von Ihren Familien, von Ihren Bekannten. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme über die Frage, wie es mit Deutschland weitergeht. Und Sie hören auf zu pfeifen! Oh, sagen Sie mal, Sie hören auf zu pfeifen! Sie hören auf zu pfeifen! Ihre Meinung ist nicht ordentlich! Was noch nie wird diskutiert! Doch, aber es tut trotzdem weh! Das ist doch völlig undemokratisch, sowas! Haben die denn gesagt, was sie eigentlich wollen? Nee. Sie fassen mich nicht an! Sie fassen mich nicht an! Ich sag, und Sie pfeifen mir die Ohren nicht voll! Während die einen um ihr Gehör kämpfen, gibt sich Merkel kämpferisch für die deutschen Arbeitsplätze. Dass diese Arbeitsplätze auch morgen sichere Arbeitsplätze sind. Arbeitsplätze! Arbeitsplätze! Unter den Zuhörern auch Mitglieder einer Satirepartei. Sie hat die Haare schön. Und sonst inhaltlich nichts? Nee, sonst ist ja die Frau ist inhaltsfrei. Das ist sehr sympathisch. Vielfalt! 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 Die wichtigen Aussagen in den Sätzen betonen wir nochmal und skandieren das nochmal, dass es auch eingängig bleibt. Das ist wie eine Werbung. Wiederholung hilft. Wenn man ein paar Mal hört, wenn sie gesagt hat Bildung und wir wiederholen Bildung, 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 das bleibt einfach besser hängen. Eigentlich sind die Probleme hier ernst. Bremen hat deutschlandweit die höchste Arbeitslosigkeit. Das ärgert viele, vor allem die Abgehängten. Auszubildende gibt's nicht. Keine Plätze. Lehrlinge? Keine Plätze. Zeitarbeit? Nutzlos nur aus. So, Leute, die was lernen wollen, kriegen keinen Job. So, woher soll ich einen Job kriegen, wenn ich vom Arbeitsamt nicht kriege? So, also, Bühne gelogen. Also, Merkel gelogen. Zurück zur Sonnenseite des Lebens. Im hessischen Inheiden tritt gleich der ewige Sunnyboy und Merkel-Fan Jürgen Drews auf. Laut Statistik gehört er zu den bekanntesten Deutschen im Land. Kurz vor der Show gibt es für ausgewählte Fans noch ein Meet and Greet, gewonnen in einem Preisausschreiben. Und sind Sie aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon Blutdrucktabletten genommen. Das stimmt. Ich bin nie so richtig ganz live dabei, ne? Aber in Mallorca habe ich ihn schon öfters gesehen. Was macht ihn denn so aus? Einfach sein Gesang, einfach alles, will ich mal sagen. Ich kenne schon von, war ich noch so, da hat er schon gesungen, ne? Guten Morgen. Die Königin ist auch schon da. Ja. Kommt noch ein bisschen näher, ihr steht da aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Wollt ihr ein Bild machen? Wenn irgendwer ein Bild machen will, dann macht's gleich. Drews ist Profi und die Fans schweben für einen kurzen Augenblick im Schlagerhimmel, bevor es wieder irdisch wird. Er ist ein Mensch, wie alle anderen auch. Genau, wie du und ich und ganz normal und ganz toll. Er war noch nie anders, ich war immer schon so. Und dann ist er da, der große, immer wiederkehrende Moment. Die Hymne, die jeder in der Republik kennt. Ja.
ist auch ein Stück Heimat. Ah ja, das ist Deutsch. Deutsch. Drews gibt immer Vollgas. Rente mit 63 war für den 73-Jährigen nie ein Thema, auch wenn es manchmal zwickt. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann macht es mir wieder Spaß. Vorher lamentiere ich ein bisschen. Ich bin ja sowieso so ein Typ, bin so ein bisschen so ein lamoyanter Typ von Natur aus. Deswegen finde ich Bühne ganz gut, das bringt mich wieder ein bisschen hoch. Der Jürgen. Ein König nicht nur auf Mallorca. Das ganze Jahr über tingelt er durch das Land und bedient die Nachfrage nach heiler Welt und blauem Himmel. Vor allem dann, wenn das Leben in Wahrheit gar nicht so rosig ist. Ist auch so ein bisschen der Wunsch nach Heimat wieder. Das ist der Rückzug in die innere Emigration. Immer wenn es wirtschaftlich ein bisschen krüscher wird, ziehen sich die Leute zurück auf ihr Privates und dann ist sowas halt. Aber Deutschland geht's doch gut. Sagt Frau Merkel, ja. Da dürfen Sie hier auch mal weiter, wie viele Jobs die Leute haben und wie niedrig die Renten sind und so. Vogtsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Ort fernab vom Wirtschaftsboom. Nach der Wende machten erst die Läden dicht, dann die Schule, dann die Kita. Isolde Deutschmann ist die Bürgermeisterin, hat den Abschwung selbst miterlebt. Hier fährt nur der Schülerbus. Sonst während der Ferien gar nichts. Aber es gibt die Möglichkeit, einen Rufbus anzufordern. Da hat jeder, der das braucht, die Telefonnummer und kann den dann anfordern. Inzwischen wohnen hier nur noch etwas mehr als 100 Menschen. Vor der Wende waren es doppelt so viele. So, wenn Sie hier drauf gucken, da sieht man schon an den gardinenlosen Fenstern, der hintere Aufgang ist völlig leer. Bis auf die untere Parterre-Wohnung, die ist noch belegt. Der vordere ist fast leer. Gegen den immer größer werdenden Leerstand hat sich Deutschmann etwas einfallen lassen. Das ist hier unsere Gästewohnung, zusammengetragen aus Hinterlassenschaften von allen Leuten des Dorfes oder von vielen Leuten des Dorfes. Das Einzige, was wir neu gekauft haben, ist das Bett hier, das Doppelbett. Was kostet die Wohnung? Pro Person 12,50 pro Nacht. Womit verdient das Dorf denn noch Geld, außer mit dieser Wohnung jetzt? Tja, eigentlich weiter gar nicht. Das würde mir jetzt nichts einfallen, nö, so auf Anhieb. Nee. Die bleiben, sind Senioren. Ohne Angehörige wären sie abgeschnitten von der Außenwelt. Nur fährt die Tochter. Die muss fahren. Sonst käme ich ja hier nicht weg. Das war wieder in Lendo besser. Da bist du morgens mit 7 Uhr Bus in die Stadt gefahren. Und um 10 oder zu Mittag um 12 war man wieder zu Hause, was hier nicht der Fall ist. Zu DDR-Zeiten gab es hier immerhin noch LPGs, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Hier, das ist auch noch ein ehemaliger LPG-Stall hier hinten. Oder Scheune von der LPG. Mit unten Stall. Hm. Ja, und diese Wohnhäuser, die beiden, hat zu DDR-Zeiten die LPG vermietet. Die waren auch bewohnt und die Vorgärten und so weiter, alles in Ordnung. Ne? Aber nach der Wende wurde das alles an die Alteigentümer zurückgegeben. Und seitdem sieht es so aus, wie es aussieht. Das monatliche Seniorentreffen ist für viele im Dorf die einzige Abwechslung. Die Alten eskortiert von den wenigen Jüngeren. Wir kommen ja mal paarweise. Doch auch heute gibt es eine traurige Nachricht. Eine Bewohnerin muss den Ort verlassen. Mal wieder. Annemarie, die will zieht nach Berlin zu ihren Kindern. Sie kann hier nicht mehr alleine bleiben. Annemarie, wir möchten noch mal recht herzlich schön Danke sagen. Inzwischen hat Vogtsdorf den höchsten Altersdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren wirklich sehr gern in Vogtsdorf. 21 Jahre sind es jetzt. Und finden natürlich sehr der Abschied schwer. Es ist so, dass ich in eine Seniorenwohnung ziehe in Berlin. Und diese Wohnung ist ganz in der Nähe meiner Kinder, sodass ich dann weiter Betreuung dort habe. Vielen Dank und Tschüss.
Ganz anders ist die Entwicklung im anderthalb Stunden entfernten Berlin. Die Stadt wächst mit Folgen. So sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um 72% gestiegen. Und der Preis für eine Eigentumswohnung hat sich im gleichen Zeitraum sogar verdoppelt. Auch im Prenzlauer Berg sind die Preise für Wohnraum in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Im Schnitt kostet der Quadratmeter hier 14 Euro Miete. Immobilienmakler Achim Ammann kennt das Problem. Warum die Nachfrage nach dem Wohnraum so extrem hoch ist, ist einfach, dass diese Leute, die nach Berlin kommen, keinen wirklichen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Also es wird einfach viel zu wenig gebaut, es wird viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum hergestellt. Also wir haben das ganz klassische Problem von Angebot und Nachfrage. Und das ist die Nachfrage. Mittelmäßig Verzweifelte auf Besichtigungstour. Vor allem Geringverdiener suchen nach bezahlbarem Wohnraum. Es gibt halt einfach nicht so viel. Und wenn, dann ist es halt relativ teuer zumindest für das, was wir suchen. Hallo, kommen Sie bitte rein. Hallo. So, haben wir hier das Schlafzimmer. Die Eckdaten des angebotenen Objektes, 3 Zimmer, 106 Quadratmeter. Die Miete 1.300 Euro warm. Im Prenzlauer Berg ein Schnäppchen. Wir suchen jetzt akut 2 Wochen. Wir haben jetzt 37 Wohnungen besichtigt, bisher ohne Zusage. Ist schwierig im Moment, aber man will ja auch eine günstige Wohnung haben. Die Mietpreisbremse sollte verhindern, dass Eigentümer einen Mieterwechsel dafür nutzen, die Preise beliebig zu erhöhen. Doch davon merkt man nichts. Wir hatten ja schon mal eine Lösung in den 90er Jahren, dass wir Leute motiviert haben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also viele Anleger, die gesagt haben, okay, ich habe Geld, ich möchte gerne eine Investition tätigen, die haben dann bezahlbaren Wohnraum geschaffen, indem sie Steuervorteile bekommen haben. Und wenn man das wieder ins Leben ruft, ich denke, dass nach der Bundestagswahl das auf jeden Fall noch mal auf dem Schirm ist. Es gibt ja genügend Parteien, die das gerne machen möchten. Der starke Zuzug in die Hauptstadt lässt auch das Problem des innerstädtischen Verkehrs immer größer werden. Dagegen kämpft dieser Mann mit seinem lautlosen Elektroroller, Valerian Seiter. Er hat eine Vision für eine umweltverträgliche Mobilität. Man sieht es ja hier auch wieder gut. Irgendwie die ganzen Autos sind mit einer Person gefüllt. Das ist das klassische Bild in der Großstadt und es wird ja nicht besser. Also das Verkehrsaufkommen geht eher weiter hoch. Wir wollen verhindern, dass Leute sich genötigt fühlen, in der Stadt ein eigenes Auto zu besitzen. Gemeinsam mit 2 Freunden hat er deshalb in einer Hinterhofgarage in Tempelhof ein Start-up gegründet. Emmy bietet inzwischen rund 350 Elektroroller zum Verleih in der ganzen Stadt an. Und das vollkommen emissionsfrei. Die Energie für die Akkus kommt aus der Steckdose in Form von Ökostrom. Die Akkus reichen für etwa 100 Kilometer Reichweite bei den Rollern. Das heißt, man packt immer 2 Akkus in so einen Roller rein und ja, damit ist man erstmal eine ganze Weile sorgenfrei unterwegs. Mieten kann man sich den Roller mit dem Handy. Einweisung einer Neukundin. Hier auf der Karte können Sie quasi sehen, welche Roller wo sind, in welcher Umgebung. Dann kommen noch hier in den Rollern immer diese kleinen schönen Taschen. Bleib sauber und bleib trocken. Bleib trocken, falls geregnet hat, um die Sitzbank einmal abzuwischen, um auch ja den Gasgriff genau. Nochmal abzuwischen oder auch den Display. Okay. Und die Hygienehauben einfach nur, damit es hygienisch bleibt. Mhm. 19 Cent kostet die Fahrminute. Ein erster Versuch. Wenn Sie einmal an der Bremse ziehen, kommt jetzt hier das Go. Und dann könnten Sie jetzt theoretisch sofort losfahren, wenn Sie am Gasgriff ziehen. Einfach nur ganz leicht mal. Jetzt brauche ich keine Bremse, ne? Nee. Einfach nur mal ganz leicht. Stopp. Genau. Perfekt. Okay. Mittlerweile beschäftigt der Wirtschaftsingenieur 30 Angestellte. Und das Start-up expandiert weiter. Emmy gibt es nun auch in Hamburg, Düsseldorf, München, Mannheim und Stuttgart. Ich sehe das so, dass wir durchaus ein Baustein sind, um den Kollaps dann vielleicht zu verhindern, beziehungsweise das Fortschreiten dieses immer größer werdenden Problems dann zu entgegnen. Aber eben im Zusammenspiel mit vielen anderen Lösungen, also sei es Carsharing, Ridesharing in jeglicher Form, dass man eben nicht mehr, man muss ja auch nicht im Taxi alleine fahren, da gibt es auch tolle Angebote. Elektromobilität ist spätestens seit dem Abgasskandal ein Zukunftstrend geworden. Für die Dieselbesitzer ein schwacher Trost. Zurzeit sind rund 4 Millionen Fahrzeuge betroffen.
Das Problem? Selbst moderne Dieselfahrzeuge überschreiten die EU-Grenzwerte für Stickoxide im Alltag um ein Fünffaches. Im baden-württembergischen Lahr residiert eine Anwaltskanzlei, die der Autoindustrie jetzt die Stirn bietet. Ralf Stoll und sein Partner vertreten rund 35.000 wütende Dieselfahrer. Also ich habe hier einen Mandanten, der will gegen die Porsche AG klagen, der will ein neues Fahrzeug haben. Da geht es um einen Porsche Macan. Da gibt es ein Software-Update, das möchte er nicht aufspielen lassen. Dann habe ich hier einen Mandanten, der fährt einen Porsche Cayenne. Der möchte sein Fahrzeug zurückgeben. Der sagt, das ist manipuliert, das möchte ich nicht mehr haben. Und dann habe ich hier einen Mandanten, relativ neu, der gegen die Daimler AG klagen möchte. Der fährt eine Mercedes C-Klasse. Der geht davon aus, dass sein Fahrzeug manipuliert ist und macht eine Wertminderung von ungefähr 20% geltend. Einer der Kläger ist Markus Leisten. Vor 9 Jahren hat er sich einen VW Passat mit Dieselmotor zugelegt, aus guten Gründen. Für mich war das wichtigste Argument, sich einen Passat zu kaufen. Da ich jahrelang einen Benzinmotor gefahren habe, gab es ein Verkaufsversprechen, dass der Diesel günstiger ist, umweltfreundlicher, man dadurch auch viel Sprit spart. Und das war uns natürlich sehr wichtig, weil wenn man unterwegs ist, will man nicht so viel Geld ausgeben. Und wenn man da schon sparen kann und noch was Gutes für die Umwelt tun kann, war das für mich natürlich kaufentscheidend. Das Problem? Seinem Euro 5 Modell droht in einigen Städten das Fahrverbot. Daher will der Betriebswirt sein Auto zurückgeben, fordert Schadensersatz. Die Schuldigen stehen für ihn fest. Es sitzen viele Politiker im Aufsichtsrat von den großen Automobilkonzernen. Und hier wird ja auch regelmäßig berichtet, was in einer Firma passiert. Und da hätten die Politiker, die im Aufsichtsrat sitzen oder das Kraftfahrtbundesamt, eher reagieren können und einfach mal Kontrollen anordnen können auf der Straße. Stuttgart ist eigentlich eine Hochburg der Grünen. Doch ausgerechnet hier ersticken die Bewohner in Verkehr und Abgasen. Das Neckartor ist die dreckigste Kreuzung Deutschlands. Regelmäßig werden die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub überschritten. Den Menschen stinkt das gewaltig. Im Grunde genommen steht es für mich für eine menschenverachtende Politik der Stadtverwaltung. Letztendlich wohnen hier Menschen. Und diese Menschen sind tagtäglich diesem Lärm, diesem Verkehr und dieser Luftverschmutzung ausgesetzt, ohne dass die Stadt in irgendeiner Weise tatsächlich Maßnahmen ergreift, die wirklich auch den Menschen zugutekommen. Rund 80.000 Autos rollen hier Tag für Tag über die 6 Fahrspuren. Damit sich das Feinstaubproblem vielleicht irgendwann in Luft auflöst, gibt es jetzt diese begrünte Wand. 100 Meter lang und 3 Meter hoch. Wir sehen hier eine Mooswand. Die Mooswand hat die Stadt Stuttgart für viel Geld hier aufbauen lassen, dort begleitet von der Universität Stuttgart. Der eigentliche Sinn und Zweck dieser Mooswand ist letztendlich, den Feinstaub zu binden, damit die Luft für die Bevölkerung hier entlang der Bundesstraße, der B14, verbessert wird. 500.000 Euro kostet das Pilotprojekt. Doch gerade leidet der Zackenmützenmoos unter der Hitze. Er befindet sich quasi im Sommerschlaf. Kann es denn, wenn es so ein bisschen verdorrt ist, auch noch Feinstaub binden? Oder? Also in diesem Zustand ist das Moos inaktiv. Das heißt also, in dem Zustand könnte es nur Feinstaub binden aufgrund der Oberfläche, also aufgrund der Struktur. Aber aktiv, dass man sagt, also das würde auch verstoffwechselt werden oder aufgenommen werden von den Moosen, funktioniert in diesem Zustand nicht. Erst Anfang nächsten Jahres sollen Ergebnisse über die Wirksamkeit der Maßnahme vorliegen. Martin Schulz fährt heute mit einer Limousine durchs Land. In Thüringen besucht er gleich ein Mehrgenerationenhaus. Mein lieber Oberbürgermeister. Martin, ich freue mich, dich zu sehen. Ja. Willkommen in Jena. Gesehen, mein lieber. Willkommen. Den Dieselskandal hat er längst als Wahlkampfthema erkannt. Das Motto, die da oben, wir hier unten. Also die Damen und Herrschaften, über die wir da reden, die Unternehmensfürsten bei Volkswagen, bei Audi, bei BMW oder bei Daimler-Benz, die gehören nicht zur Kategorie von Leuten, die über ihre Renten diskutieren müssen. Die haben genug. Und das sind gut bezahlte Leute, die aber deshalb gute Gehälter kriegen, weil sie eine Riesenverantwortung haben. Mein Eindruck ist, da haben ein paar mit hunderttausenden Arbeitsplätzen Roulette gespielt. Andere haben sich zu dem Skandal bis heute überhaupt nicht geäußert. Zum Beispiel die Regierungschefin dieses Landes, von der man zu diesem Thema kein Wort hört. Kein Ton.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir haben nämlich noch besondere Gäste und die haben noch andere Termine, müssen dann weg. Ich bin auch ein besonderer Gast und esse jetzt ein Stück Streuselkuchen. Würde ich gerne mal kurz vielen Dank. Martin, ich esse jetzt Kuchen. Die ganz besonderen Gäste. Da kommt ihr. Aber ich wollte gerade ein Stück Streuselkuchen essen. Jetzt ist aber viel wichtiger. Was ist das für ein toller Mann? Ich weiß nicht, wer das gemeint hat. Oh, super. Wie heißt die Meerjungfrau? Doch nicht jeder freut sich über den hohen Besuch. Am Nachbartisch macht sich Unmut über den Sozi breit. Wir hören doch nicht. Glauben Sie, mit Frau Merkel wäre das anders gewesen, wenn die heute gekommen wäre? Ja, würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich, ja. Die hat ja schon genug geleistet. Die vielen Jahre. Die Frau hat doch was geleistet. Der hat doch noch gar nicht. Hat die in der Flüchtlingskrise alles richtig gemacht? Alles richtig auch nicht. Das kann keiner alles richtig machen. Aber was sie geleistet hat, war gut. Also wen sollen wir ja gar nicht über Flüchtlinge heute reden. Stand in unserem Zettel. Nee. Hast du den Zettel? Ja, du hast den Zettel mit. Ja, da steht es drin, da können Sie lesen. Wir bitten Sie darum, Flüchtlinge, Migration nicht zu thematisieren. Bitte, hier steht's. Und von wem kommt es? Das wissen wir nicht. Das haben wir alle gekriegt. Ein Erklärungsversuch vom Kanzlerkandidaten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die aber den Zettel. Ja, entschuldigen Sie bitte, das ist meine Meinung und die finde ich nicht in Ordnung. Ja, 100%. So, und dazu sage ich gar nichts mehr. Ja, finde ich doch toll, dass Sie das sagen. Ja, ich sag's der AWO. Ne? Wo ist der AWO-Chef? Hier ist er. Wo ist er? Wo? Ja. So, komm, hast ein Problem. Hier, musst du mit den Leuten, jetzt mit den Leuten diskutieren. Die beschweren sich. Aber okay. Ja. Warum sagen Sie denn, dass die Flüchtlingsthemen nicht. Warum dürfen denn Flüchtlingsthemen nicht angesprochen werden? Keine Ahnung. Ich kenne den Zettel nicht. Aber irgendwer muss ihn ja. Also ich kenne den Zettel nicht. Und wir kennen den Zettel auch nicht. Das ist, es ist vielleicht, um das aufzuklären, ist vielleicht so. Heute ist ein Thema mehr Generation und Pflege dran. Und das heißt, alle anderen Themen dürfen in der Kürze der Zeit nicht besprochen werden. Vielleicht liegt es daran. Und dann ist er auch schon weg. Zum nächsten Termin. Bis zur Wahl sind es schließlich nur noch 3 Wochen. Das war's für heute bei Spiegel TV. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht und bis zur nächsten Woche. Gefällt Ihnen unsere Sendung? Dann werden Sie unser Fan auf facebook.com/spiegel.tv oder unser Follower auf Twitter. Dort heißen wir @spiegeltv.